Hi Davide, wie geht es dir? Moritz, mein Lieber, grüß dich. Alles bestens, vielen Dank. Und wie geht's dir? Ja, super. Freut mich, dass es heute geklappt hat. Wir haben das ja schon eine ganze Weile auf der Agenda und ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Zuschauern einfach mal kurz vorstellst. Sehr gerne, Moritz. Also mein Name ist Davide Triscari, ich bin 29 Jahre jung, komme aus Ingolstadt, ursprünglich aus Italien. Und ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Triscari Gebäudereinigung. Wie der Name das schon sagt, ist das eine Gebäudereinigungsfirma, die ich Ende 2016 gegründet habe. Damals noch als Nebenselbstständigkeit, habe praktisch einen Vollzeitjob in der Audi gehabt und nach meinem Job habe ich sozusagen die Firma aufgebaut. Das Ganze ging dann 3 Jahre, bis ich dann mal gesagt habe, komm, Fokus jetzt komplett auf die Reinigungsfirma. Und ja, mittlerweile beschäftigen wir über 100 Mitarbeiter, haben 25 feste Kooperationspartner, die deutschlandweit für uns tätig sind. Und ja, ich würde sagen, es hat sich alles sehr gut entwickelt. Mega. Also ein ganz heikles Thema. Ja, jeden beschäftigt es. Wie ging es jetzt der Reinigungsbranche in Corona? Corona, also ich würde sagen, das ist ein Thema, wo uns alle irgendwie getroffen hat. Bei uns gab es natürlich auch Herausforderungen. Ja, eine Sache, die also ich zumindest nicht erwartet hätte, dass sowas in dem Maße hier auf uns zukommt. Wir haben uns ja auf die Fitnessbranche positioniert und dadurch, dass die ganzen Fitnessstudios dann auch geschlossen waren, haben wir natürlich auch unsere Dienstleistungen nicht durchführen können. Das bedeutet, wir hatten auch auf jeden Fall Umsatzeinbrüche. Viele Kunden, die einfach Aufträge dann auf Eis gelegt haben, weil sie einfach nicht wussten, wie geht es hier weiter. Dann die ganzen Firmen, wo auch Homeoffice dann umswitchen mussten, da wurde dann auch nicht gereinigt. Also war auf jeden Fall keine einfache Zeit. Und ja, wir haben aber das Beste daraus gemacht, haben uns trotzdem weiterentwickelt und sagen, wir sind da auf jeden Fall als Sieger auch rausgekommen. Wie würdest du die Philosophie von deiner Firma beschreiben? Hast du eine spezielle Philosophie oder hast du eine persönliche Philosophie, die du damit reinbringst? Ja, also unsere Philosophie in einem Wort mal gesagt ist Wachstum. Das ist das, was uns jeden Tag vorantreibt, warum ich Eine mich gute damals auch, Philosophie. ja, auf jeden Fall, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, weil mir das einfach wichtig war, mich persönlich und unternehmerisch auch einfach weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und das teilen wir hier und leben hier auch bei uns in der Firma jeden Tag. Super. Und wie schaffst du es, motiviert zu bleiben? Wie lange hast du die Firma jetzt schon? Jetzt sind es Ende 2016, also knapp 6 Jahre. 6 Jahre. Und wie machst du das für dich, wenn du Tiefschläge hast, wenn du sowas wie Corona hast, wenn du vielleicht private Probleme hast? Wie bleibst du motiviert? Wie hältst du dich am Laufen? Also ich setze mir immer Ziele und die gehe ich halt diszipliniert an. Ich war jetzt nie so der Typ, der immer hoch motiviert war, aber ich habe eine starke Disziplin und wenn ich sage, hey, das will ich schaffen, dann hänge ich mich da auch rein und lass mich davon nichts unterkriegen. Also ich würde eher sagen, meine Stärke ist da eher die Disziplin. Okay, also das bedeutet, du kannst doch Sachen, wenn du Disziplin hast, Sachen machen, wo du jetzt gar keinen Bock drauf hast. Wenn mir das wichtig ist, dann auf jeden Fall, ja. Sehr gut, super. Was bedeutet für dich Balance im Leben, ne? Also man redet immer so gerne über die Work-Life-Balance, ne? Viele machen ja die Life-Life-Work-Balance draus. Was ist für dich Balance? Was bedeutet für dich Ausgeglichenheit? Ausgeglichenheit. Für mich bedeutet das, die Dinge zu tun, die ich wirklich machen möchte, die ich liebe und genau, also mein Business und auch in der Freizeit dann wirklich nur mit Leuten und mich mit Sachen beschäftigen, die mir gut tun. So würde ich das mal beschreiben. Okay, und wo siehst du dich in den nächsten so 5 bis 10 Jahren? 5 bis 10 Jahre. Das ist immer so eine Frage, die mir sehr schwer fällt zu beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, in 5 bis 10 Jahren, ich sehe mich weiterhin als Unternehmer noch erfolgreicher, eventuell noch weitere Unternehmen, die ich aufgebaut habe. Und genau, also ja, immer noch hier als Unternehmer auf jeden Fall. Okay, bloß mit mehr auf dem Bankkonto hoffentlich, ne? Auf jeden Fall. Nicht hoffentlich, das auf jeden Fall. Und wer sind so deine persönlichen Vorbilder? Hast du Vorbilder? Gibt es Leute, die dich inspirieren? Vorbilder, ja, Arnold Schwarzenegger, mich damals immer sehr, sehr stark inspiriert. Dann hier auch in Deutschland Matthias Aumann, auch ein sehr starker Unternehmer. Marc Galal,
Das waren auch immer Unternehmer, die mich sehr inspiriert haben, und Bodo Schäfer. Bodo Schäfer, ja. Super Typ, auch Aumann, das sagt mir auch was, coole Sache. Auf jeden Fall. Welche Hobbys hast du? Was machst du so gerne in deiner Freizeit? Arbeitest du da auch oder hast du so ein paar Sachen, die du nebenher machst? Ja, also ich sag mal, mein größtes Hobby ist wirklich mein Business. Ich liebe das, mache das wirklich auch mit Leidenschaft. Und wenn ich mal nicht arbeite, dann Tennis spielen und gut essen gehen. Das ist auch, wo ich sage, mit anderen Unternehmern und Freunden gut essen zu gehen. Und du gehst ja gerne feiern, wie wir wissen. Ne? Du bist ja hier so ein Feierer mit deinem Kollegen Johannes. Wo geht ihr so am liebsten feiern? Was sind so eure Locations? Feiern würde ich sagen Frankfurt und München. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Wochenende feiern gehen. Sag mal, 3-4 Mal im Jahr lassen wir es auf jeden Fall krachen. Wir gehen halt eher so, verbringen schöne Abende, essen gehen, gut was trinken gehen. Das ist mir ehrlich gesagt lieber als so richtig die Sau rauslassen. Ja. Okay, super. Und persönlicher Stress, also hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt persönlich Stress haben? Gehst du da Yoga? Hast du irgendwelche Kniffe? Streichst du übers Ohr oder so, was dir hilft, mit Stress umzugehen? Also Stress. Das Erste, was ich immer mache, ich überprüfe erstmal mein Mindset. Ist das jetzt wirklich berechtigter Stress? Oder setze ich mich selber einfach unter Druck, obwohl es gar nicht nötig ist? Also erstmal überprüfe ich das. So. Dann würde ich sagen, wenn man wirklich extrem viel Stress hat, man hat Mitarbeiter, dass bestimmte Aufgaben einfach delegieren, sich eine ordentliche Struktur schaffen, mit To-Do-Listen, also einfach mal einen Tag planen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, den Stress akzeptieren. Also Stress ist ja nichts anderes, dass man gerade überfordert ist mit einer bestimmten Situation. Und dann ist es halt mal so. Das ist, glaube ich, nichts Schlimmes daran. Darf man jetzt auch in der Welt Schwäche sehen, wenn man mal überfordert ist, und das einfach akzeptieren. Und ich fühle mich danach auf jeden Fall dann auch viel besser. Was ich damals auch gemacht habe, als ich immer extrem unter Stress war, ich habe mal so ein Stress-Journal geführt, immer zu sehen, okay, welche Situationen bringen dich extrem unter Stress? Und dann immer analysiert, okay, wie kann ich das beheben, das an Mitarbeitern delegieren, hier das einfach abschaffen, und so hat sich das auf jeden Fall verbessert. Und jetzt kann ich sagen, Stressfaktor ist bei mir sehr, sehr gering. Stressjournal, das ist natürlich super spannend. Also, wie sah das genau aus? War das händisch geschrieben? War das auf dem PC? Wie sah das genau aus? Das war händisch geschrieben, habe ich mir so ein kleines Buch gekauft, und da habe ich es dann jeden Tag dann reingeschrieben. Das Ganze habe ich, glaube ich, 3 Monate damals geführt, weil ich da wirklich eine extrem stressige Phase hatte. Dann immer analysiert, okay, was bringt dich hier extrem unter Stress? Und daran dann auch wirklich gearbeitet, dass sich diese Situationen noch ändern. Okay, coole Sache. Das ist ein Mega-Tipp. Also das werde ich auch mal probieren. Und was würdest du jungen Menschen empfehlen, die jetzt heute eine Firma gründen wollen, die ein Startup gründen wollen? Was würdest du jungen Menschen empfehlen, wenn sie sich selbstständig machen? Also ich würde mal sagen, die 3 wichtigsten Punkte sind auf jeden Fall Verkaufen lernen, Disziplin und Umfeld, würde ich mal sagen. Umfeld? Genau, dass man wirklich auch die richtigen Leute um sich herum hat. Keine Leute, die einen runterziehen oder einreden, dass du etwas nicht schaffen kannst, sondern wirklich nur Leute um dich herum, die dir auch gut tun und die das unterstützen, was du davor hast. Weil vor allem am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, man ist da vielleicht auch nicht so selbstbewusst, hat noch keine Erfahrung. Und wenn man dann Leute um sich herum hat, wo man sagt, hey, da verdienst du eh kein Geld, das schaffst du nicht, das ist doch eh alles scheiße, das zieht einen runter. Darum einfach nur Leute mit Power, Energie, wo man sagt, hey, die unterstützen mich bei dem, was ich mache, und zieh mich nicht runter. Super, mega wertvolle Tipps, vielen Dank. Kommen wir zum Thema Urlaub, ne? Urlaub. Wenn wir mal Urlaub haben, was sind so deine Lieblingsurlaubsziele? Also ich reise sehr gerne nach Italien, Süditalien. Da ist Napoli sehr schön, Porto Cervo sehr schön und ja, allgemein Sizilien. Dubai war ich dieses Jahr, war auch sehr, sehr schön, hat mich total fasziniert. Und ja, das sind so meine Lieblingsurlaubsziele, würde ich sagen. Ich finde es immer ganz spannend, die Frage, ist man zufrieden? Ne? Ist man zufrieden, wie sein Leben gelaufen ist? Ist man zufrieden mit all den Entscheidungen, die man getroffen hätte? Und wenn du eine Zeitmaschine hättest, wo du in die Vergangenheit reisen könntest, um Sachen zu ändern, um das heute zu beeinflussen, was wären das für Themen? Also ich glaube, ich würde nichts ändern, weil so wie es gerade ist, hat sich das alles sehr, sehr gut entwickelt. Aber
jetzt einfach mal, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich würde mich noch früher selbstständig machen. Ich habe mich ja damals, glaube ich, mit 23 selbstständig gemacht, dass ich gesagt hätte, komm, mit 20 machst du dich selbstständig und gibst Vollgas. Das, glaube ich, hätte ich geändert. Mega. Also das ist immer eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man Menschen hat, die einfach sagen, hey, ich bin echt zufrieden mit allem, wie es gelaufen ist. Jeder Fehler war sinnvoll. Ich bin daran gewachsen. Ich bin heute die Person, die ich sein möchte. Das ist ja wirklich absolute Erfüllung und das freut mich mega für dich, David. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir weiterhin allen Erfolg der Welt und schönen Tag wünsche ich dir. Danke, Moritz. Dir auch. Bis bald. Bis bald.